I'm Anita farke und spreche die Exoda -Block News. Kra is not in the new AFD delegation in the European Parliament. Article: With the upcoming European elections, the Alternative for Germany (AFD) is facing several changes. One of the most surprising developments is the announcement that Maximilian Kra will no longer be part of the new AFD delegation in the European Parliament. This decision has made headlines both within the party. And in the broader political arena. Nach Angaben aus Parteikreisen wurde Kra, der seit 2019 als Abgeordneter im Europaparlament tätig ist, bei der letzten Sitzung der Parteiführung nicht in die Liste der Kandidaten für die kommende Europawahl aufgenommen. Diese einstimmige Entscheidung wird voraussichtlich weitreichende Konsequenzen für die politische Ausrichtung und Strategie der AfD haben. Maximilian Kra war in den letzten Jahren eine prominente Figur der AfD im Europäischen Parlament. Als erfahrener Jurist und ambitionierter Politiker hat er eine klare rechtspopulistische Linie vertreten und war maßgeblich daran beteiligt, die Position der Partei auf europäischer Ebene zu artikulieren. Er war bekannt für seine scharfen Reden und seine unnachgiebige Haltung in Fragen der europäischen Integration. Doch nicht alle in der AfD teilen Krass Ansichten. Es gab immer wieder Spannungen zwischen den verschiedenen Flügeln der Partei. Einige Mitglieder kritisierten Krass polarisierenden Stil und warfen ihm vor, die Partei unnötig in Konflikte zu verwickeln. Besonders der wirtschaftsliberale und der nationalkonservative Flügel der AfD scheinen zunehmend von Krass Linie distanziert zu haben. Ein Insider aus dem Vorstand der AfD, der anonym bleiben möchte, sagte, es war eine schwierige Entscheidung, Maximilian Krah nicht mehr aufzustellen, aber wir mussten eine Richtung festlegen, die für die gesamte Partei tragbar ist. Dieser Insider fügte hinzu, dass die AfD sich in der kommenden Legislaturperiode stärker auf pragmatische Zusammenarbeit innerhalb des Europäischen Parlaments konzentrieren möchte, anstatt sich in ideologischen Grabenkämpfen zu verlieren. Auch die mediale Resonanz auf die Entscheidung war vielfältig. Während einige Kommentatoren dies als klugen Schachzug der AfD sehen, um ihre Position im Europaparlament zu konsolidieren, sind andere der Meinung, dass die Partei damit eine ihrer schärfsten Waffen im Kampf um Wählerstimmen verliert. Besonders in den sozialen Medien gab es eine Welle von Reaktionen, die von Unterstützung bis hin zu scharfer Kritik reichten. Die neue Liste der AfD-Kandidaten für die Europawahl umfasst sowohl altbekannte Gesichter als auch neue Namen. Besonders hervorzuheben ist die Nominierung von Dr. Beatrix von Storch und Dr. Alexander Gauland, die beide als Ikonen der Partei gelten. Es bleibt abzuwarten, wie sich das neue Team im politischen Alltag bewähren wird und ob es gelingt, die internen Spannungen zu überwinden. Politische Beobachter sind sich einig, dass die AfD vor einer Richtungsentscheidung steht. Die Parteilinie könnte sich in eine moderatere Richtung bewegen, um breitere Wählerschichten anzusprechen und sich als ernsthafte politische Kraft zu etablieren. Andererseits besteht das Risiko, dass ein moderater Kurs Teile der Basis entfremden könnte, die eine härtere Linie bevorzugen. Die kommenden Monate bis zur Europawahl werden zeigen, ob die AfD den Spagat zwischen diesen beiden Ansätzen meistern kann. Wichtig wird dabei sein, wie gut es den neuen Kandidaten gelingt, politisches Kapital aus den momentanen Turbulenzen der Partei zu schlagen. Krah selbst hat sich bisher nicht detailliert zu seiner Nichtaufnahme in die neue Delegation geäußert. In einer kurzen Erklärung betonte er jedoch, dass er sich weiterhin für die Werte der AfD einsetzen werde, und sich auch in Zukunft politisch engagieren möchte. Welche Rolle er dabei spielen wird, bleibt abzuwarten. Die Entscheidung, Kra nicht in die neue Delegation aufzunehmen, zeigt einmal mehr die Dynamik innerhalb der Partei und die Herausforderung, die unterschiedlichen Strömungen und Interessen unter einen Hut zu bringen. Für die AfD kommt es nun darauf an, geschlossen und strategisch klug in die Europawahl zu gehen um ihre Ziele auf europäischer Ebene weiterhin erfolgreich verfolgen zu können. Quellen, die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel Online, AfD-Parteizentrale, Autor Anita Farke, Montag, 10. Juni 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.